Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit dir einen Blick in den Crash Cosmetics and Friends Adventskalender reinwerfen. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Luisa und Esther Crashen haben ja die Marke Crash Cosmetics und die bringen Gott sei Dank Adventskalender raus und das ist für mich so schön. Ich liebe die Produkte von Crash Cosmetics. Ich habe die Pinsel, ich habe die Schwämme, die Seife, alles Mögliche. Ne? Und tatsächlich in meiner Kliniktasche, die ich euch hier mal verlinke, durfte sogar die Tasche von Crash Cosmetics mit einziehen. Und ich habe mir den Adventskalender selber gekauft, einfach weil ich gerne Crash Cosmetics selbst unterstützen wollte. Der kostet normalerweise 99,90 Euro. Ihr bekommt den auch bei Purish und da setze ich euch gerne mal einen Link unten in die Infobox. Ich glaube nicht, dass ich da gerade einen Rabatt oder so drauf habe, aber ihr würdet mich tatsächlich ein bisschen supporten, wenn ihr das über meinen Link bestellen würdet, weil das ist ein Affiliate-Link. Das heißt, ihr bezahlt nicht mehr. Ich bekomme aber eine kleine Provision dafür. Ne? So, hier haben wir den Adventskalender und der soll einen 2,6-fachen Wert haben, nämlich 260 Euro. Werden wir aber alles natürlich minutiös wie immer ausrechnen. Cool finde ich, dass wir dieses Jahr einen Boxen-Adventskalender haben. Schön finde ich das Design definitiv, also diese Lady, die hier drauf ist, die dann ja wahrscheinlich einfach auch so ein bisschen Luisa oder Esther repräsentieren soll. Ne? Sehr schön gemacht. Zwischenebenen haben wir jetzt, glaube ich, hier jetzt so auf den ersten Blick nicht. Das heißt, da müssen wir aufpassen, dass uns das jetzt nicht runterfällt und so. Aber wir schauen jetzt einfach mal in den Adventskalender rein. Ich habe bewusst noch kein Unboxing geschaut, weder von Luisa noch von irgendeiner meiner Kolleginnen tatsächlich. Wow, in der 1 haben wir direkt zwei Produkte drin von Essence. Richtig, richtig cool. Einmal die I Love Extreme Crazy Volume Mascara in Waterproof. Ich selber trage jetzt keine wasserfeste Mascara, ist aber nicht schlimm. Die wird weiter wandern. Und dann habe ich hier ein Lipgloss drin enthalten. Ich liebe Lipgloss. Plumping Nudes Lipgloss 4,5 ml, das ist eine Full Size auch, ne? In der Farbe 06 Big Bang. Auch das ist ein schöner Nude-Ton. Also das kann ich mir auch gut für den Alltag vorstellen, ne? Sehr, sehr schön ausgewählt. Und direkt zwei Produkte finde ich klasse, muss ich sagen. Dann nehme ich mir jetzt mal die Nase von dem Mädel hier vor, die Nummer 2. Hier haben wir von Luvos Heilerde, Hydro Booster, zwei Phasenmaske, einmal Clean Maske und Hydro Booster. Es hat einen eigenen Geruch für sich, um das mal so zu sagen. Die habe ich auch schon das ein oder andere Mal verwendet. Ne? Ja, Luvos ist eine schöne, angenehme Naturkosmetikmarke. Heilerde mag meine Haut auch richtig gerne leiden. Also dementsprechend ist es ein schönes Produkt. Und ja, hat auf jeden Fall seinen Platz hier verdient. Und ich glaube auch, dass Luisa schon langfristig mit Luvos zusammenarbeitet. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Fühlt sich nämlich auch etwas schwerer an. Hier haben wir Pflege drin enthalten. Von Nivea eine erfrischende Tagespflege mit 24 Stunden Feuchtigkeit und Vitamin E für eine Male- und Mischhaut. Auch das ist leider kein Produkt für mich, weil ich habe eine trockene, sensible Haut. 50 ml, das ist eine Full Size, also eine Originalgröße. Und das ist definitiv eine schöne Geschichte. Ich glaube auch, dass die Zielgruppe von Luisa halt mehr so in Richtung Jugendliche geht, ne? Und die brauchen halt, dass eher die Haut gereinigt wird und so weiter. Dementsprechend passt das definitiv für die Zielgruppe, aber leider nicht für mich, alte Pflaume. Alte Trockenpflaume mit 33 Jahren. Hier haben wir die Nummer 4. Die fühlt sich sehr leicht an. Und ja, das ist auch klar gewesen, dass wir hier Adele Wispy, also Lashes drin haben. Wow, die sind krass, Leute. Kleber ist da, glaube ich, nicht mit dabei. Aber ich habe ja den grünen Duo-Kleber. Der war, glaube ich, in der Box von Cosmetic for Less mit Like a Daisy in Spring. Mit der lieben Sarah Isabel auch mal mit drin enthalten. Den habe ich einfach da, ne? Das sind krasse Wimpern. Ich sage immer, künstliche Wimpern sieht man bei mir halt nicht so wirklich, ne? Die wirst du bei mir sehen. Also das wäre auch wären schöne Wimpern gewesen für mein Cruella-Look oder so. Also für Halloween-Looks oder für halt krasse Mega-Looks irgendwie. Der Tag vor Nikolaus, die Nummer 5 habe ich jetzt hier sehr leicht. Was ist hier drin? Oh, das ist natürlich richtig praktisch, denn hier ist der passende Kleber zu den Wimpern mit dabei. Adele Professional Clear Brush On Eyelash Adhesive Infused with Biotin and Rose Water. 5 Gramm, das ist klasse. Den kenne ich noch gar nicht, habe ich noch nicht ausprobiert. Also da kann ich jetzt nicht zu sagen, ob ich den gut finde oder so. Ne? Aber es ist auf jeden Fall schön, dass es so mit drin ist. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich gestehen. Die Nummer 6 ist ganz schön opulent, ne? Also was hier wohl drin ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendwas aus ihrem eigenen Shop, hätte ich jetzt gedacht, ne? Weil es ist ja Nikolaus, es ist
Art. Wie geil ist das denn? Also, sorry, aber das habe ich noch nicht bei ihr gesehen. Lockenwickler Haarband. Wie cool ist das bitte? Das finde ich mega. Tolle Nummer 6. Du hast hier halt zwei Haarbänder mit dabei, damit deine Haare auch entsprechend dann fixiert werden können. Dann ist hier auch eine Haarklammer mit dabei. Das ist richtig jetzt bei Crash Cosmetics. Finde ich großartig. Mal gucken, ob das auch lang genug für meine Haare ist. Eher weniger, so ein bisschen, ne? Aber vielleicht schneide ich meine Haare ja demnächst noch ein bisschen kürzer oder so. Mal gucken. Und die werden ja auch hier drum zugewickelt. Und also man macht es. Ich lieb's. Also man macht das quasi so. Dann macht man fixiert es hier oben auf dem Kopf irgendwie mit diesem Ding. Steht hier jedenfalls in der Anleitung, ne? Und dann nimmt man die Haare, wenn die noch ein bisschen nass sind, dreht die da drum zu und unten dran machst du dir die Viecher. Zack. Und dann 6 bis 8 Stunden lässt es in den Haaren. Das heißt, theoretisch geht das über Nacht. Ich weiß nicht, ob ich das über Nacht drin lassen kann. Ich bin ja aktuell eher ein Seitenschläfer. Als Bauchschläfer hätte ich das wahrscheinlich besser tragen können. Ich feiere das. Ganz tolle Nummer 6. Wirklich gut. Die Nummer 7 ist auch super, super schwer. Oh ja, Langhaarmädchen haben wir hier drin enthalten. Ein Pflegefluid Liquid Wonder für langes geschädigtes Haar. Pflege in 9 Sekunden. Das habe ich auch schon, ich glaube, in der Glow Goodie Bag oder so drin gehabt. 200 ml sind hier drin enthalten. Und das soll halt so eine richtig schnelle Express Liquid, super schnell, tüdelü, machst du fertig und hast dann wundervolle Haare mit. Jo, kann man auf jeden Fall machen. Und du kannst damit auch tatsächlich deine Haare leichter kämmen und stylen. Das finde ich auch schön. Das gibt Glanz und Geschmeidigkeit. Und ich finde es klasse, dass Langhaarmädchen hier drin vertreten ist mit einem Full-Size-Produkt. Ich glaube, hier sind sowieso nur Full-Sizes drin, oder? Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Zack, da haben wir was von Bruno Banani drin. Not for everybody, dangerous woman. Ein Parfümstift mit 3 Gramm sind das. Ja, bin ich jetzt leider nicht so der Ultra-Fan von. Ganz einfach, weil ja Bruno Banani sind tolle Düfte. Die habe ich auch als Jugendliche super gerne getragen. Aber diese Sticks, das ist nicht meine Welt. Auch wenn es unheimlich gut riecht. Es riecht wirklich nach diesem pinken Duft auch, den ich damals als Jugendliche immer getragen habe. Das war so mein Staple. Ich glaube, das war auch das Not for Everybody, wobei das letztendlich jeder hatte. Ich mag den Duft sehr gerne, aber halt nicht als Stift. Sicherlich dürfen wir uns in der Nummer 9 über ein bisschen weitere Beauty-Geschichten-Sachen freuen. Und zwar ein Primer von Catrice. Hallo, Hydro Primer. Love Skin and Respect Earth. 30 ml haben wir hier drin. Das ist eine coole Geschichte. Für trockene Haut super geeignet. Tada, die habe ich. Oh, bei der Nummer 10 dürfen wir jetzt hier die Lippen von der Lady sehen. Und da haben wir einen Stift drin. Und zwar von Max Factor, Color Elixir Lip Liner. Max Factor hat ganz tolle Lip Liner. Ich habe tatsächlich auch unter diesem roten Lippenstift immer einen Max Factor Lip Liner in Rot drunter. 005 Brown Nude. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ich glaube, den werde ich behalten. Ne? Das ist halt hier, sehen wir es ja auch, ein nudefarbener Ton. Der würde nicht so ganz, nee, zu dem Lipgloss passt er nicht wirklich, aber bei Lipgloss trägt man ja nicht unbedingt einen Lipliner. Ich habe jetzt gerade echt nicht, au, die Fingernägel, um das aufzukriegen, deswegen lasse ich das jetzt einfach mal zu. Aber ich kann euch wirklich sagen, diese Lipliner von Max Factor sind richtig geil. Ich habe damals nämlich von der lieben Suna einen bekommen, halt von Max Factor, ne, und der ist mega, liebe ich. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, habe ich jetzt hier. Und da kommt jetzt passend zu dem Lip Liner ein Manhattan Lasting Perfection Liquid Matte Lip Color. So ein Liquid Lipstick halt, ne? Ja, ist jetzt ja in der Farbe 120 NoHo Mocha. Der wird weiter wandern, ne? Weil ich bin jetzt kein Fan von Liquid Lipsticks. Obwohl die von Manhattan recht gut sein sollen, habe ich gehört. Die Halbzeit ist schon heftig, ne? Also da haben wir irgendwie gefühlt das halbe Gesicht von der Lady in der Hand. Da haben wir sicherlich was von Crash Cosmetics auch wieder drin. Was Cooles, definitiv, aber etwas, was ich jetzt nicht verwende. 24 Nägel sind hier drin enthalten. Nude Ombre Nails. Das ist auch eins ihrer neuen Produkte. Deswegen ist es sehr, 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 sehr cool, dass es hier mit drin ist. Definitiv feiere ich das. Aber ich verwende sowas halt nicht. Ne? Das ist jetzt auch mega in, dass man ja auch diese künstlichen Nägel sich dann aufklebt und so. Ne? Ich weiß nicht inwiefern. Oh nein, jetzt habe ich hier. Ja, ich werde es ja verlosen irgendwann mal. Also da ist jetzt mein Nagellack ein bisschen drauf abgefärbt. Okay, eine Nagelfeile hat man hier mit dabei. Auch irgendwie so ein Holzstäbchen und irgendwas Klebermäßiges. Okay, ne, definitiv ist es fein. Aber leider trage ich sowas nicht.
Aber ich weiß, dass Luisa das ja auch ständig trägt. Ach, guck mal, und hier ist nochmal der entsprechende Kleber mit dabei. Makat Nail Glue, 2 Gramm. Jo, das haben wir hier auch noch mit drin enthalten. Das packe ich direkt mal hier auch in die Verpackung mit rein. Ne? Die Nummer 13 habe ich jetzt hier am Start. Ich hoffe ja auch übrigens, dass ich hier eine Pinselseife von ihr drin finden werde. Bin ich ehrlich, weil meine ist fast leer. Oh, hier haben wir 2 Sachen drin. Zum einen ist es ein 5-Euro-Gutschein von Purish, aber einem Einkaufswert von 20 Euro. Okay, das ist nett, definitiv. Ne? Das vom 1. Oktober bis zum 31. Januar gültig. Ich glaube, das packe ich dann auch mal demnächst in ein Verlosungspaket mit rein. Und dann haben wir hier auch noch den Two Reasons Blush. Das ist die Farbe Berry Nude. Warte mal, weil ich habe jetzt aktuell, den habe ich auch drauf, eine Anwendung. Nee, ich habe die Farbe Soft Nude und Leute, ich kann euch mal anhand von, von meinem zeigen, wie sehr ich dieses Produkt liebe. So sieht es aus. Also ich habe ein Hit the Pan hier drin, das ist natürlich ein Creme-Produkt, das heißt, theoretisch ist es ja, die Seiten sind ja höher und so weiter, aber ich mag den sehr gerne. Der ist richtig toll und Berry Nude ist halt nochmal ein bisschen dunkler. Der wird aber weiter wandern, weil er mir persönlich einfach zu dunkel ist. Ich weiß aber, dass dieses Produkt 21,90 Euro oder so kostet. Also von daher krass, dass es hier drin ist. Muss man wirklich sagen. Und ja, hier sieht man es auch nochmal. Das ist ein Produkt, was man durchaus verwenden kann. Das ist einfach nur ein durchsichtiger Balm. Den kannst du als Lippenbalsam verwenden. Ja, aber den Blush finde ich richtig cool. Der ist mir nur leider zu dunkel. Die Nummer 14. Also bislang muss ich halt wirklich sagen, das ist ein Influencer-Adventskalender, der halt auch wirklich richtig gut ist. Hier habe ich von Isana Augen Roll-On ein Hydro-Booster, wirkt sofort bei Augenringen mit kühlender Massagekugel, pures Hyaluron. Vielleicht gebe ich den meinem Freund. Ich drehe das Video jetzt ein bisschen vor. Ihr seht es wahrscheinlich, wenn entweder Mr. Bauchi gerade am Schlüpfen ist oder schon geschlüpft ist. ja, denn ich glaube, wir haben vor uns ein paar sehr kurze Nächte tatsächlich. Ne? Und ja, so ein Augenroller, ich meine, die hatten wir auch schon öfters mal bei Rossmann gesehen, hatte ich auch schon mal selber auch aufgebraucht, hat so eine schöne kühlende Metallkugel vorne dran, ne? Also richtig cool im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich glaube, das gebe ich Schatzi. So, weiter geht's mit der Nummer 15. Huch, 2 Produkte von NYX, sehr geil. Einmal das Huile Prodigieuse, das ist halt ein Öl für Gesicht, Haare, Körper, für alles Mögliche. Da haben wir 10 Milliliter drin. Das ist ein ganz tolles Öl, das wirklich sehr, sehr pflegend ist. Ne? Und kann ich tatsächlich sogar aktuell als Schwangerschaftsöl verwenden, als Bauchiöl, als was auch immer Öl. Ja, genau, mag ich sehr gerne leiden. Haben wir auch öfters mal in Adventskalendern drin. Und hier haben wir eine Hand and Nail Cream und das finde ich sehr cool, dass wir das halt so kombiniert drin haben, 15 Milliliter. Das ist zur Reparatur, zur Nährung und zum Schutz der trockenen Hände. Mega. Refte Miel, also quasi ein Traum von Honig. Klasse. Finde ich schön. Die Nummer 16 fühlt sich sehr leicht an. Ein kleines Eyelinerchen. Oh ja, Trend It Up. Dip It Beginner Eyeliner. 12 Stunden Halt haben wir hier in der Farbe 10. Es wird einfach ein Schwarz sein, ne? Ja, solche Dip Eyeliner, da komme ich nicht mit klar. Also ich muss halt wirklich sagen, ich verwende viel Eyeliner, häufig Eyeliner. Ich kann mit Eyelinern echt umgehen. Aber ein Dip Eyeliner ist echt für mich eine Herausforderung. Ja, die Nummer 17. Eine Woche vor Heiligabend. Auch das darf nicht fehlen. Hier haben wir Invisibobbles drin enthalten. Das kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Das ist ein Pony, ein The Easy Ponytail Tool. Ein Volumizer mit 2 Haargummis. Sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Und das sind halt auch so klare Haargummis. Das finde ich auch cool. Weil das können dann auch verschiedene Haargummis tragen, genau. Verschiedene Haarfarben tragen, ohne dass man da jetzt irgendwie aufpassen muss wegen der Farbe, ne? Und ja, dann hat man einen voluminöseren Pferdeschwanz. Ist cool. Hui, die Nummer 18 begrüßt uns in der Weihnachtswoche und ist wirklich riesig und offensichtlich sehr gut befüllt. Mega geil.
Jetzt habe ich auch neue Schwämmchen von Lovia meets Crash Cosmetics Make-up Blending Sponge Set. Ich finde die so toll, Leute. Also wirklich klasse. Ich glaube, so ist ja auch alles gestartet, ne? Mit den Make-up-Schwämmchen, die Luisa in Kooperation mit Lovia gemacht hat. Oder sind die mit dem Pinseln gestartet? Das weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall sind das phänomenale Schwämmchen, wo ich wirklich sagen muss, richtig tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Gönnt euch die hart, ne? Also mega. Die Nummer 19. Oh, schön. Das müsste ich aber tatsächlich noch da haben. Von Riva Loves Me. Ein Liquid Eyeshadow 04 Into the Universe. Das ist ein Lidschatten, ein flüssiger Lidschatten, den man sich halt super auftragen kann, wenn man sehr fancy pantsy Looks schminken möchte, ne? Und das ist so ein richtiges blau-lila Schimmergedönsen. Finde ich wunderschön. Ich habe halt mit meinen Augenlidern manchmal so ein kleines Problemchen, nämlich, dass ich so ein bisschen Schlupflider habe und dann zieht sich das gerne mal in die Lidfalte. Das ist bei denen leider ein bisschen gegeben. Aber mal gucken, vielleicht kriege ich dann nochmal den Dreh, dass ich herausfinde, wie ich die richtig anzuwenden habe. Die Nummer 20. Wir sind im 20er-Bereich. Oh mein Gott, wir haben hier einfach einen Butter Bronzer von Physicians Formula drin. Krass. Der Muru Muru Butter Bronzer ist das. Ja, 11 Gramm, ne? Das ist einfach ein... Yo, krasses Pferd. Das ist einfach ein krasses Pferd, Leute. Ich habe den tatsächlich schon da, deswegen wird er auch weiter wandern. Aber wahnsinnig cool. Also der Butter Bronzer ist halt einfach so ein Staple-Produkt, was man irgendwie gefühlt, jeder hat einen Butter Bronzer. Oder jeder, der schon länger mit Schminke unterwegs ist, hat einen Butter Bronzer. Und wenn halt ein junges Mädchen so an Schminken rankommt und diesen Adventskalender halt öffnet und einen Butter Bronzer drin hat, dann machst du nichts falsch. Finde ich super. Wisst ihr, was ich vermisse? Pinsel von Lovia, beziehungsweise Pinsel von Crash Cosmetics. Und jetzt habe ich hier die 21. Und das sieht, also von der Größe her könnte es vielleicht passen. Vielleicht nicht. Transparent Lab Overnight Soft and Smooth, ein Lip Treatment mit 3% HA, 0,5% Ceramiden, 15 ml. Okay. Trockene und Chapped Lips, das ist was für mich, Leute. Das ist wirklich was für mich. Das finde ich super. Ich habe super trockene Lippen und ich habe immer so ein Pöttchen bei mir am Bett stehen. Und abends mache ich mir dann halt immer Lippenpflege drauf, ne? Und das könnte dann echt was für mich sein. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, was HA ist und ob ich das in der Schwangerschaft oder Stillzeit verwenden darf. Das muss ich noch herausfinden. Tschüss. Aber habe ich echt Bock drauf, ne? Cool. Oh je, Mini, wir sind jetzt echt schon bei der Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl, Leute. Und jetzt haut sie einfach mal Ofra nochmal hier rein. Alter Schwede. Rodeo Drive Highlighter, der ist so gut. Also den habe ich auch, ne? Den habe ich noch in der, ich glaube, alten Verpackung. Ich glaube, die runde ist jetzt die neue Verpackung und die eckige ist die alte Verpackung. Habe ich jetzt richtig geredet? Ich weiß es nicht. Also das neue Verpackung, eckig, alte Verpackung. Das heißt, damit hast du halt weniger Platzverlust in deinem Schminkschrank. Und mega. Also der beamt dich echt auf einen anderen Planeten, ne? Richtig cool. Der Tag vor Heiligabend. Vielleicht ein Nagellack? Nee. Oh, das ist auch neu, oder? The Youth Boost Time Reversing and Firming Oil Serum Limited Edition Ave and You X Crash 20 ml. Das ist neu. Das ist neu. Aber sehr interessant, weil das hier ist ja ein Anti-Aging-Produkt und bislang habe ich jetzt von den Produkten her gedacht, dass wir uns eher so an die junge Generation richten von den Sachen her. Das ist ja eher so für meine Generation, also für mich so, ne? Ich weiß jetzt nicht genau, was jetzt genau hier drin sein soll. Süßes. Is only tested on friends and family. Sowas finde ich immer sehr charmant. Matrix Cosmetics. Ave and You. Also Inhaltsstoffe müsste ich dann nochmal herausfinden, weil manchmal darf man halt nicht alles immer in einem gewissen Moment verwenden. Da habe ich ja auch mal hier ein Video gemacht. Und interessant, aber irgendwie auch verwirrend, oder? Also ein Pinselset werden wir jetzt nicht in der 24 haben, aber vielleicht dann doch irgendwie zwei Pinsel. Ja, sehr schön. Weil ich meine nämlich auch, dass sie zwei neue Pinsel rausgebracht hat. Einmal die C01 und die C02. Und die haben wir jetzt in der 24. Das finde ich klasse. Das mag ich gerne leiden. Genau, denn ich hatte die hatte ich im Einsatz nämlich gesehen bei anderen Influencern. Die sehen aus wie die von Rare Beauty. Das ist der Wahnsinn in Tüten. Richtig, richtig gut. Die kannst du einfach nur blöd sauber machen.
kann ich aus Erfahrung berichten von den Rare Beauty Pinseln. Aber mega cool, dass sie die beiden jetzt auch hat. Und oh, guck mal, voll schön. Mag ich gerne leiden. Da freue ich mich gerade richtig, richtig drüber. Ich hätte mir die sonst irgendwie auch versucht, irgendwie separat zu kaufen, ne? Aber jetzt sind die im Adventskalender und die Pinsel von Crash Cosmetics sind einfach der Wahnsinn. Das ist so eine gute Qualität. Es ist wirklich richtig cool und das feiere ich immer wieder. Ja, wenn sie dann halt neue Pinsel rausbringt oder auch solche Haartools oder sowas. Das mit den Nägeln feiere ich natürlich nicht so ultimativ, weil ich es nicht selber trage. Aber ansonsten, krasses Pferd. Ja, der ganze Adventskalender ist schon ziemlich krass, ne? Also hier haben wir endlich mal einen Influencer-Adventskalender, der auch wirklich von der Influencerin selber befüllt worden ist. Da sind ihre eigenen Produkte drin. Da sind Produkte drin von Kooperationsfirmen, mit denen sie halt auch kooperiert. Sie ist ja auch eine Drogeriemaus, deswegen haben wir hier auch relativ viele Drogeriemarken drin enthalten. Und ich finde es einfach großartig, was in diesem Adventskalender drin ist. Und ich finde, für 99,90 Euro macht man damit auch echt nichts verkehrt. Also knapp 100 Euro zahlt man dafür. Das ist eine Stange Geld, ja, definitiv. Aber du bekommst hier auch wirklich gute Produkte. Ich habe jetzt gerade fast sagen wollen, du bekommst hier nur Full Size. Nicht ganz. Bei den NYX-Produkten ist es ja keine Full Size. Die anderen Sachen sind aber, glaube ich, alles Originalgröße, wenn ich das so richtig sehe. Und da muss ich halt wirklich sagen, Das ist lohnenswert. Und man muss bei den Adventskalendern halt auch immer so ein bisschen differenzieren. Crash Cosmetics ist eine wirklich kleine Firma und da haben die wirklich sehr viel Liebe, sehr viel Mühe reingesteckt. Die haben dafür gesorgt, dass du Abwechslungsreichtum hier mit dabei hast, dass du Blush Bronzer Highlighter mit dabei hast, die aber auch in dem Sinne inklusiv sind, sodass du auch so viele Hauttypen wie möglich damit bedienen kannst. Was vielleicht schön gewesen wäre, wäre eine Mascara, aber die hat sie die letzten Jahre auch nicht drin gehabt. Es gab halt immer von Adele die Lashes, weil sie auch selber eine Lash Girl ist und deswegen passt es halt auch einfach, ne? Also der Adventskalender, der passt wirklich zu Luisa Crashen und ist in dem Sinne auch für mich eine absolute empfehlenswerte Geschichte für euch. Also schaut gerne in der Infobox vorbei, habe ich euch den verlinkt und ja, ne? Sehr, sehr cooler Adventskalender. Ich finde den gerade wirklich klasse. Ich habe eben einen anderen ausgepackt und hätte kotzen können. Und der hat mich jetzt gerade beruhigt, sodass ich jetzt gleich um ja, 22.37 Uhr sagen kann, ich mache dann gleich mal Feierabend, denn ich möchte eigentlich immer meine Videoreihen für mich persönlich beenden mit einem positiven Video, was ich gedreht habe. Und das konnte ich jetzt definitiv. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch hier gefallen und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!